Freunde, willkommen zurück zu diesem Drake. Nein, ich werde es nicht mehr sagen, ich verspreche es euch. Mhm. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Islands. Folge irgendwas, keine Ahnung, ist egal. Und hier sehen mich alle schon so erwartungsvoll an bei mir hier. Wir wollen jetzt Inzucht betreiben. Genau. Diesen Wunsch gewähren wir diesem Hühnchen mal. Und den anderen auch noch gleich. Hallo, kommt mal alle hier, hier. Inzucht ist angesagt. Yay, Inzuchtler. Aber macht man das nicht bei den Viechern allgemein so, dass man inzüchtet? Keine Ahnung. I don't know. Och, ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, ich muss die Anzahl dann bald wieder mal dezimieren. Aber ne, ich hab noch 9 Hammelfleisch gebraten. Das werde ich jetzt so lassen und dann werde ich mit dieser Filialgeneration noch einmal. Filialgeneration? Ja, bitte, ich habe. Jetzt Bio, kommen die Wörter. Ich habe Bio, ja, bitte. Das ist ein Wort aus der klassischen Genetik, wenn du es wissen willst. Mendel-Genetik. Ja, ich weiß, das hatten wir das auch. Das hat der liebe Herr Mendel 1800. Leck mich am Arsch erfunden. Ja, genau. Leider. Jedenfalls, hast du das auch gehabt in der Schule? Ja, natürlich. Boah, was ist denn los mit dir? Ja, jetzt wollen sie doch nicht mehr. Na. Aber alle herkommen, wenn ich hier den Weizen hochhalte, ne? Ja, wirklich. Na, jedenfalls werde ich diese Filialgeneration nochmal kreuzen. Jo. Dann kommen die ganzen rezessiven Merkmale zum Vorschein, die Viecher allerdings nicht haben. Aber egal. Rezessive Merkmale, ja, genau. Ja, die haben nur ein Merkmal. Ja, eben. Wollfarbe. Genau. Wollfarbe, ja, Punkt. Ist eigentlich ganz schön traurig, wenn man nur ein Merkmal hat. Aber je weniger Chromosome, desto besser, oder? Ja. Und diese Viecher sind so deppert, die haben anscheinend 5 Milliarden Chromosomen. Weil das ist ja, so ungefähr. Ich könnte jetzt über Chromosomen-Aberrationen labern, aber ich tue es nicht. Und zwar über numerische Chromosomen-Aberrationen. LOL! Hier ist eine ein Block hohe Pfingstrose. Wow. Oh yeah. Oh yeah. Da musst du mal schauen, das ist so vor der Tierfarm. Ob die bei dir auch einen Block hoch ist. So, dann werde ich mal kurz weitermachen hier noch. Lol. Jedenfalls, ich werde die Filialgeneration nochmal miteinander kreuzen, damit. Untereinander kreuzen natürlich, entschuldigt Leute. Damit wir hier noch mehr Individuen bekommen. Jo. Und dann werde ich irgendwann so einen großen Schlachttag machen und dann geht's richtig los, Leute. Lecker. Wenn Schlachttag bei mir ist, dann. Ja, dann gibt's Fleisch. Fleisch. Ja, Fleisch, ne? Wer von euch ist ein Veganer? Fragezeichen. Das würde ich mal gerne erfahren, weil es mich einfach interessieren tut. Was ist das denn bitte für eine Konstruktion? Ja, eben. Hab ne Tuklanen. Wie geht denn ein Hopper? Ah, jetzt brennt er ab, der Sack. Ach, mit einer Kiste, oder? Und das Zeug, das haut's aber hier rein, oder? Ja, ich baue jetzt einen Hopper. Einen Hopper. Einen Hopper. Hip-Hopper. So, würdest du bitte... Nein. Irgendwann dann mal hier in das Bett kommen. Sonst gebe ich /time:z:0. Oh nein, das wäre doch böse. Wieso machst du das? Jetzt komm ins Bett, Schatzi. Schatzi, komm ins Bett. Oh Gott, dieses so. Let's Play ist einfach einzigartig. So ein Drake über... Das müsst ihr doch... Also ich werde dieses Wort nicht mehr sagen in dieser Folge. Nein. Nein. Ich weigere mich. Nein, nein, nein. Und ich werde jetzt weiter essen. Okay, und jetzt komm ins Bett. Danke. Alter, das hört sich an wie so ein Megasauger. Hörst du mich überhaupt gut? Weil ich habe mich gerade im Stuhl zurückgelehnt. Hörst du mich gut? Perfekt. Gut, dann hören mich meine Zusauer auch gut. Zusauer. Schauen wir mal, seid ihr alle da? Ja. Seid ihr bereit für Inzucht? Ja. Ich brauche ein bisschen einen... Ach, nein, doch nicht. Ich kann 7 Individuen jetzt wieder nachzüchten. Das ist mega geil.
Jetzt kommt doch mal alle hier. Ach so, ein Drake. Ich kann jetzt nur die Filialgeneration, wirklich nur die Filialgeneration kreuzen. Wieso das denn? Weil die anderen noch nicht bereit sind zur Paarung. Die haben noch nicht genügend Samen aufgebaut. Ja, wahrscheinlich. Wie viele Individuen umfasst bitte diese Filialgeneration? Das ist doch... 1000. Alter! Nicht gerade viele auf alle Fälle. Ich muss jetzt eine Leiter machen. Eine Leiter. Eine Leiter. Ach, Weizenkörner, auch genannt Samen, muss ich auch noch... Ach, jetzt kann ich es sogar anpflanzen hier. Na toll. Das hätte ich mir jetzt gar nicht erwartet, dass es so toll wird. Da hinten haben wir noch einen fertigen Samen. Gut, gut, Leute. Irgendwann werde ich noch so eine automatische Farm bauen, aber da brauchen wir Kolben und so einen Schmarrn. Mhm, genau. Jetzt warte mal. So, das Zombie-Zeug wird jetzt automatisch in eine Kiste gelagert. Oh, mega geil. Sollten wir nicht mal mehr Gebäude bauen oder sowas? Ja, ich glaube schon. Aber welche Gebäude? Wir könnten so ein Haus für... ja, wir könnten so ein Aussichtshaus da oben machen, auf dem Berg ja, nochmal. So ein Aussichtspunkt, so ein Turm vielleicht sogar. Auf der höchsten Insel am besten. Also auf die es hier gibt. Achso, ist das die höchste? Ich denke schon. Aber da hinten, da ist diese exponierte Lage. Da glaube ich, baue ich jetzt eins hin. Mhm, genau. Habe ich genug Nahrung? Nö, habe ich nicht. Scheiße. Haben so wir ein, nie. So ein D-Punkt. Drake. So. Hey, aber das Haus von außen schaut auch nicht besonders leibernd aus. Das muss ich ja noch ein bisschen... Leibernd. Bisschen verbessern. Leibernd. Kosmetische Veränderungen vornehmen. Kosmetische. Ich kenne jemanden, der sagt immer kosmetisch oder kommunistisch. Ja, genau. Das ist irgendwie aus Norddeutschland sind die... Also, ihre Eltern sind aus Hessen. Ja, genau. Das ist aber nicht Norddeutschland. Ja, für mich ist alles über Bayern, Norddeutschland. Ey, uss, über Bayern drüber, uss, ist ein Norddeutschland, uss, und da, ich bin nicht mehr gleich, ich kann es da gleich, ja, ja, genau. So, kann ich jetzt wieder kreuzen? Ich kann kreuzen, wie Jesus, was? La, 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 la. Wer will noch? Wer hat noch nicht Filialgeneration bzw. Parentalgeneration, was ich ja jetzt gerade wieder vermehre. Parentalgeneration, hallo. Hallo. Jetzt. Ach, das Mistviech. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Oh, jetzt bin ich reingefallen. Reingefallen. Ach, auf den Witz. So, jetzt kommt mal alle her, Hühnchen. Ihr werdet jetzt auch noch ein bisschen vermehrt. Aber da brauche ich noch ein bisschen Samen. Oh. Jawohl. Gut. Das war's dann. Dann mache ich noch eine einzige Kreuzungsgeneration dann mit Parental- und Filialgeneration 1 und 2. Wow. Und dann geht's richtig ab, Leute. Die sind alle genetisch identisch, das kommt mir jetzt gerade erst. Die sind eigentlich alle genetisch identisch. Wir müssen sie eigentlich alle in einer anderen Farbe färben, damit sie einfach genetische... Jetzt fällt mir der Fachbegriff. Damit sie halt ein bisschen... Ah, genetische Diversität besitzen. Mhm. Jetzt habe ich's. Da gönne ich mir jetzt gleich so ein lustiges Schokobonbon. Lustiges Schokobonbon. Mega. Und von welcher Marke, damit wir gesponsert werden? Keine Marke, nein. Selbstgemacht. Selbstgemacht. 100% Ziegenurin. Lecker. Vor allem gesund. Das nennt man so. Eigenurintherapie. Ich komme gleich wieder, Leute. Ich muss mal kurz noch ein Bonbon holen. Bonbon.
Oha, man hört wieder seine Mutter und sein oh, what the fuck, sein Gehen und sein echt lautes Rauschen des Mikrofons. Also, ist jetzt echt laut. It's really loud. Oh, jo. Und er kommt wieder. Entschuldigt, Leute. So. No problem. Ich musste einfach noch so einen Ziegenurinbonbon mir besorgen. Lecker. Schmeckt. Kommt nicht mehr vor. Hoffe ich zumindest. Scheiße. Aber wisst ihr was? Da ist was gewachsen. Was denn? Wundervoll. So. Dann widme ich mich jetzt der Konstruktion eines Bauwerkes. Ach ja, und ich habe natürlich... haben wir Karotten? Nein. Da wäre ein Schweinchen. Schweinchen. Ein Schweinchen. Also ich hätte gedacht, dass ich hier auf dieser Insel... in dieser exponierten Lage, weil da kann man ja das Meer überblicken, dass ich da einen Turm errichte. Also was wir auf alle Fälle errichten müssen, sind Brücken zwischen den Inseln. Da führt kein Weg vorbei. Ui, das ist aber ganz schön tief hier. Ich sehe mir jetzt einfach mal, ich verschaffe mir jetzt mal einen Überblick. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben. Ich glaube eher nicht, dass wir in diesen 13, 14 Folgen, die wir jetzt haben, dass wir da noch nie ganz über die Insel gekommen sind, ist eigentlich schon traurig. Das ist traurig. Das ist voll traurig. Also hier ist noch so eine Landzunge. Landtong. Da ist ein Vieh, das ist jetzt tot. Okay. Ich töte die Viecher jetzt einfach mal, denn die brauchen wir sowieso nicht. Wir haben ja die sowieso in der Zucht. Ah ja. Okay, was ist das hier Cooles? Da hinten ist eine kleine Insel, da ist das Meer. Wir sind ja hier auf dem Meer. Wir sind ja auf einer Insel. Wir sind ja hier mit den Minecraft Islands. Stimmt. Ich sollte mir vielleicht ein Boot bauen und dann käme ich vielleicht ein bisschen schneller voran. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt müssen wir mal darauf achten, dass die Folge nicht so lang wird, das ist unglaublich. Stimmt, die Folge ist jetzt bei 13 Minuten. 13 Minuten. 13 machen wir vielleicht Minuten. Noch. Wie lange machen wir denn noch? 1000. Na, sag mal was. Bis 20. Bis 20. Gut, dann noch 7 Minuten. Dann zeige ich euch noch mal kurz die Insel hier, Leute. Also nicht bei ihm zu sehen, der kann sowieso nichts, sondern schaut mir sogar, zu. Ja. Bei mir, dem Checker, ich zeige euch jetzt mal hier die Insel mit meinem Cadillac-Boot, was? mein Ferrari-Boot, ja, oh yeah. Ferrari. Mit der holzbraunen Lackierung. Okay, was haben wir denn hier? Eine Insel. Ach, wirklich? Da schwimmt ein Tier. Da schwimmt ein Tier. Ach, ist das hier die Spawn-Insel? Ich glaube so. Okay, dann ist das hier sogar die Hauptinsel, oder? Oder täuscht mich das? Na, dann ist das ja gar nicht so groß hier. Oh, verdammt. Jemals. Ist doch scheiße. Ja, hier sind wir gespawnt. Ich schau da mal kurz vorbei, ob da noch vielleicht was erhalten ist. Was uns Freude bereiten könnte. Was uns gutieren könnte. Aber ich glaube, wir haben da alles mitgenommen. Das ist aber richtig scheiße, wenn wir das getan haben. Ach, hier ist eine Mine oder was auch immer. Ein paar Fackeln. Ne, lol, Kartoffeln. Wir haben Kartoffeln und eine Moorrübe. Ernsthaft? Lol. What the fuck? Ernsthaft? Und wir haben den Scheiß dort, wir haben den Scheiß stehen lassen. Oh Gott. Ist das dein Ernst jetzt? Also ich werde diese Sämen jetzt mal benutzen, um das hier mal anzupflanzen. Sämen. Aber die Kartoffeln, die tue ich mitnehmen. Also die tue ich jetzt noch ein bisschen anpflanzen. Die Kartoffeln, die tue ich. Ja, Entschuldigung, ich bin aus Bamberg. Nein. Doch, eigentlich schon. Von Geburt. Das ja, Geburtsrecht aber, der aber Stadt der Bamberg. Dialekt, der entspricht nicht. Ja, mein Gott, ich bin heute in Bayern aufgewachsen, weißt. Bam, 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 bam. Sag mal mir. So, und ich hab zwei Karotten.
Ich hab Dexter. Das ist mega geil. Ich hab Rody Ho, Fire Rody Ho sogar. Kennt ihr das? Von Heindling ist das. Relativ scheiße. So, ich schau dann später nochmal vorbei. Ich habe das jetzt ein bisschen vermehrt. Jetzt schauen wir mal zu diesen Inseln, die etwas weiter ab vom Schuss liegen. Ich will ja auch wissen, ob ich hier was bauen kann. Aber was ist denn das hier hinten? Ach, hier ist schon wieder Festland, oder was? Okay. Da ist Lava. Estland. Estland. Paketverlustland. Nein, das ist doch die finnische Hymne, verdammt. Jetzt warte mal, hier sind Rosen und Hosen. Hosenkotter, ja. Hosenkotter. Der uns nicht spielt. Doch. Uns doch, immer. Nein. Hosenkotter. Rosen hier, Leute. Hey, soll ich die Rosen mitnehmen, dass wir die anpflanzen? Oder so? Ich nehme die Rosen zum einfach mit. Nein! Du blödes Wichsboot! Ohne jetzt haut das Boot mir ab, das gibt's doch nicht! Ja. Alter, ich brauche jetzt ein Gurzel! Ein Gurzel! Ich hab's mit dem Mund jetzt geöffnet. Jetzt warte mal. Und? So. Da wäre ein bisschen Lava vorhanden. Indeed, John Steed. Ein Baby-Zombie schwimmt. Dein ein kleiner Baby-Zombie. Nein! Alter! Mami! Ein kleiner Baby-Zombie. Nein! Alter Baby-Zombie, ich hasse dich. Ohne Witz. Aber der Baby-Zombie hat es jetzt wieder hingelenkt, da wo es eigentlich sein sollte, das Boot. Droht, Hellwetter. Man droht, Hellwetter. Wie fit das ist. So, jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Knochenmehl, um diese Rosen zu vermehren. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie Rosen vermehren geht. Also, Hosen vermehren geht mit Hosenkotter. Ah, hier ist ein Loch. Ah, hier Hosenkotter. Oh, hier sind zwei Spinnen. Oh, shit. Ernsthaft. Eine ist runtergefallen, du Opfer. Und sie geht wieder rauf, weil sie schweben kann. Geil. Geil. Eine kleine Spinne, die tut schweben. Und es sich geben. Hey, warte mal, da ist ja so ein Viech. Ah, und da ist schon unsere Heimatinsel, unsere Seite der Heimatinsel. Oh, Fug. Ich hab Mist haben wir gebaut. Eigentlich Mob-Griefing an? Kann es sein? Negativ. Aus. Das sollten wir aber anschalten, ja, sonst ist es auch scheiße. Ausgeschaltet. Ah, da kommen wir. Ich kann es jetzt nicht eingeben. Ich glaube aber, ich bin eh kein Ob auf dem Server, oder? Ob, doch. Dann musst du das bei Zeiten einmal durchführen. Du bist Ob. Solltest Ob sein. Ob. Ich bin Ob. Deine Mutter hat einen Wischmopp, was? Gut. Jetzt wollte ich mich oppen. Mein Proviant, denke ich, neigt sich dem Ende zu. Das ist relativ scheiße. Oh. Ja. Level 32. Und ich denke, hier hat sich schon ein Creeper erlaubt zu detonieren. Cool. Danke. Cool. Ah, da hinten sind sie, meine Freunde. Hallo Freunde, wie geht es euch denn? Ich hoffe, ihr schießt jetzt nicht auf mich hier, wenn ich im Wasser bin. Das wäre scheiße. Ah, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Ihr seid Idioten. Deswegen hau ich euch jetzt auf euer dummes Maul. Oh nein, das ist aber nicht so gut. Ach, kriegt man... Ja, Schallplatte! Ich habe eine Schallplatte. Ich auch. Welche? Das Viech hat gerade das erschossen. Afar. Ah. C418. Ah, okay. Ich hab 13. Haben wir die schon? Nein. Achso, ne. Ist 13 nicht die zerstörte oder so? 13 ist die goldene. Die goldene? Die ja scheiße ist. Egal. Die scheiße ist, okay. Aber die Far ist, glaube ich, nicht scheiße, die macht, oder? Die hat eine Melodie, ja. Wir brauchen bloß einen Plattenspieler. Mit einem Plattenspieler. So, ja, ein Mocha. Ja, klar. Wir brauchen einen Plattenspieler, Leute. Da kostet aber ein Diamanten.
Isst du immer noch dein Nudel? Mhm. Er isst seine Nudel. Schon seit drei Folgen oder sowas. Seit drei Folgen ist er en train de manger sa bite. Aha. Könnt ihr gerne mal eingeben, was das heißt. So, Freunde, da sind jetzt ein paar Rosen rausgefallen. Ich hab eine Küste gemacht. What the fuck? Ich fahr jetzt wieder nach Hause, weil ich fürchte mich im Dunkeln. Ah, was ist das hier hinten? Ist das das Festland? Ich fahr mal kurz darüber, weil ich will es wissen. Ah, es lädt sich nicht mal. Cool. Ja, das glaube ich. Diese Entertainment-Ecke ist das. So, ne. Da kommt jetzt gleich die CD, die Schallplatte. No. CD-Spieler. Oh. Na, da müssen wir noch ein paar Jahrhunderte spielen, bis wir die CD-Spieler erreichen können. Ah ja, ah, hier baut es sich tatsächlich schon auf. Ah, ich wollte noch mal vorbeisehen hinten bei der anderen Insel. Bei deinem Gesicht. Ob die Möhren oder die Kartoffeln sich schon... Wehe, der zerschießt mir jetzt das Boot, die bringen den Typen so um. Die bringen den Typen um, Leute. Ey, Alter, ich schau dir aufs Maul und so. Hey, wehe, wehe, Buhe. Wehe, aua. Ja, schleich dir durch, Buhe. Ja, du kannst einfach durchs Wasser schießen. Wahrscheinlich, oder? Du kannst es. Und bei mir ist der Pfeil dann immer am Anus. Bist du wahnsinnig? Are you? Jetzt, warte mal. Are you crazy? Hey, ist mir jetzt aber auch mal was. Ist mir auch mal passiert, dass ich crazy nicht mehr gewusst habe. Mhm. I'm so amazed. I'm crazed. Was? Gut, dann fahren wir hier rüber zu den Rosensträuchern. Weiter hier. Ich sollte aufhören, so komisch zu reden. Das ist vielleicht nicht so produktiv. Produktiv? Wir sind bei 22 Minuten. Ungefähr. Verdammt. Okay, dann gehe ich noch schnell hinten zu den, die nicht gewachsen sind. Nein, wieso sollten sie auch wachsen? Wachsen ist für, weißt du was, für Arme. Warte noch, ich muss hier noch die Lava entfernen, weil... Ich fahre noch schnell nach Hause. Also ich habe euch jetzt mal dieses Milieu, in dem wir uns hier bewegen, demonstrieren, dargelegt und alles Mögliche. Ich werde es jetzt noch einmal umrunden. Hier könnt ihr das Panorama sehen von dieser Insel. Und so. Oh, Schinken. Und es ist Nacht. Schinken. Schinkenpizza. Hätte ich jetzt gerne eigentlich. Schinkenpizza. Was uns wieder zu der Frage führt, seid ihr Veganer, Leute? Oder Vegetarier? Geht auch. Ist doch das Gleiche. Ist doch richtig gleich. Da ist ein Dorfbewohner-Zombie. Wieso ist da ein Dorfbewohner-Zombie? Auf unserer Insel gibt's doch kein Dorf. Die spawnen auch so. Die spawnen auch so, jo. Das ist natürlich schlau, wenn man einfach, wenn man die bekifften Müll-Zombies einfach so spawnen lässt. Dann haben's gar nichts Specials mehr, oder wenn die jetzt mir Special, Die haben nichts Specials mehr. Die haben nichts Spezielles mehr an sich. Alter, schieß nicht auf mein Boot, oder ich nehme Öl. Nichts Specials mehr. They've nothing special. Nein, du fit das Lied. Nein. Men, ja. Jag är i vatten. Jag är i vatten. Du är i vatten. Du är död! Du är död. Okay. Okay. Also wenn ihr Schwedisch sprecht, ihr habt dann verstanden und so. Ne? Hallo, es ist ein braunes Schaf. Das Schaf, es schaut in die Ferne, dem Sonnenuntergang entgegen. Aber der böse Maxi, der böse Maxi schlägt ihm mit seinem Schwert. Es dreht sich nach mir um, es will seinem Mörder in die Augen schauen. Aber ich haue ihm ins Gesicht. Auf den Anus. Und nochmal, und es ist tot. Tot, es ist tot. Jo, freilich. So, mein Boot ist auch ist tot. Nein, ist es nicht. So, dann fahren wir mal wieder beide. Ich hoffe, hier verpasse ich nicht die Ausfahrt, wollte ich gerade sagen. Haha, wir sind hier ja nicht auf der Autobahn. Hier sind schon mal ein paar Fackeln. Nächste Folge werde ich mich dann darum kümmern, dass ich hier ein paar mehr Gebäude hinstelle. Ich werde... Es ist 21 Uhr. Okay, ja, cool. Ja, nächste Folge werde ich ja ein paar mehr Gebäude aufstellen. Und du, Fensterkiller, was machst du? Vielleicht die
Das ist ja laut. Die Monsterfarm reinforcen oder irgend sowas, weil die ist ein bisschen unstable. Ach, und ich muss hier noch ein bisschen Inzucht machen, ne? Ach, stimmt. Das musst du machen. Also, dann machen wir tolle Sachen in der nächsten Episode. Tolle Sachen. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann. Mach's gut.